willkommen, Philipp von PwC. Ich freue mich, euch als Co-Aussteller und Partner bei uns auf dem Stand begrüßen zu dürfen. Ihr seid ja Partner im Bereich Reseller bzw. Solution Integration und Consulting. Neben unserem Power App Store sind das sehr wichtige Dienstleistungen, die wir anbieten für unsere Kunden. Was sind denn die konkreten Leistungen, die ihr sozusagen mitbringt? Ja, Lukas, hallo erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Ne? Wie man sieht, die Messe ist total voll. Was sind unsere konkreten Leistungen im Bereich Power Cloud? Du hattest es angesprochen, wir sind Reseller. Das heißt, wir vertreiben das Produkt Power Cloud für kleine bis mittelgroße Energieversorger. Das heißt, wir sind SaaS-Partner und übernehmen dort letztlich auch die Verantwortung für das Produkt. Daran anschließend implementieren wir das, also bieten Implementierungsleistungen an, und wir sind auch im Bereich Service und Support aktiv. Das heißt, auch ein klassisches Ticketing oder Kundenservice kann man bei uns modular buchen, dazu nehmen. Ja. Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe an anderen Angeboten im Bereich Security, aber auch im Bereich Process Mining, um nachher einen laufenden Betrieb der Power Cloud optimal zu unterstützen. Das Leitmotiv auf der IWE 2024 ist Solutions for a Sustainable Future. Wie nehmt ihr denn dieses Thema bei euch im Business auf und wie tragt ihr das auch Richtung Kunden weiter? Ja, gutes und spannendes und ein wichtiges Thema auch für PwC. Nachhaltigkeit in Summe ist uns sehr wichtig. Wir haben schon vor anderthalb Jahren eine eigene große ESG-Practice gegründet, und wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit. Ich glaube, es wird kaum noch Geschäftsbereiche in Zukunft geben, die nicht von dem Thema betroffen sind. Das heißt, wir versuchen ganzheitlich daran zu gehen und in allen Organisationseinheiten, Prozessen, IT-Systemen das Thema mit einzubringen, um, sage ich mal, das ganzheitlich auch als Unternehmen anzugehen. Die Energiewirtschaft ist durch ihren starken Wandel sehr geprägt und birgt natürlich extrem viele Herausforderungen. Was ist denn euer Rezept für 2024, um diese Herausforderungen anzugehen und vor allem auch die Kundenzufriedenheit hochzuhalten? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, in Zeiten der Energiewende oder dieser großen Transformationen, die wir sehen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man natürlich auch den Menschen nicht außer Acht lässt. Also wir sprechen viel über Technologie, über Digitalisierung, aber all diese Projekte, die wir letztlich eigentlich machen, leben dann doch sehr stark von der Unternehmenskultur, von den Leuten, die später mit den Systemen, den Technologien arbeiten. Und das ist eigentlich immer noch ein Punkt, der an vielen, vielen großen Transformationsprojekten ein Stück weit zu kurz kommt. Wir versuchen das sehr stark zu integrieren. Und das ist eigentlich auch eins meiner Highlights, wo ich sagen würde, das hat einen besonderen Fokus für 2024 verdient. Also die Verbindung von Mensch, Anwender, Kunde, wie man auch immer das beschreiben will, mit Technologien, Software, und das halt auch eng zusammenzubringen. Okay, zu guter Letzt, was sind denn deine Highlights auf der IWE 2024 gemeinsam mit der Power Cloud hier auf dem Stand? Also gemeinsam mit der Power Cloud und in unserem Offering, wir haben dieses Jahr einen ganz neuen Block Process Mining auf der Power Cloud, den wir vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, dass es sich lohnt anzugucken. Ist ein Thema, das ist besonders interessant, wenn man eigentlich die Power Cloud schon implementiert hat oder halt einen Start eines Projektes macht, um auch seine Produkt- und Tariflandschaft so ein bisschen zu entgiften oder detoxen, sage ich mal. Darüber hinaus stellen wir auch unser Kundenservice-Angebot, also Service und Support, nochmal eingehender vor. Das neben dem Reselling sind eigentlich unsere Highlights für die eWorld 2024, die wir gerne präsentieren wollen hier. Super, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Tage und auf eine gelungene eWorld 2024. Herzlichen Dank.